Alles klar, Leute, willkommen zurück zu Mario & Luigi Superstar Saga. Im letzten Part haben wir neue Techniken gelernt, die uns, denke ich mal, das Inselabenteuer ein bisschen erleichtert werden. Ohne die kommen wir sowieso nicht voran. Von daher. So, wir schauen uns nochmal die Karte an. Ist ein großes Gebiet. Und ja, wir sind natürlich auf der Suche nach der Sternbohne und da ist wieder so ein Typ. Den können wir einfach mal umrempeln mit unserer neuen Kraft. Wie gesagt, wir kommen hier nicht weiter. Blab. Und auch hier der Bug, dass immer noch dieses Geräusch kommt. Ich bin geplättet, ihr seid ein ungewöhnliches Paar. Ja, das Geräusch geht erst, wenn man den Screen verlässt. Das ist ein bisschen doof. Und hier hätten wir einen... Moment. Nein. Nein. So. Wenn schon, dann schon. Einen neuen Gegner. Oder einen altbekannten Gegner. Den man schon bereits kennt. Flapp. Ja, Heilung. Wir kennen sie schon. Das sind jetzt aber die Ultra-Keim. Die... Ja, die... Die großen Brüder der Keim-Koopas. Diese können sich... heilen, aber was sie auch können und was sie richtig gefährlich macht, sie können wiederbeleben. Oh ja. Und sie heilen um einiges mehr als die Keimkoopas. Autsch, ich bin doof. Ein Statement von mir, ich bin doof. So, aber wir haben auch neue Techniken erlernt, nämlich den Donnerbruder und den Feuerbruder, glaube ich. So müssen wir mal hier mal. Hier muss man nur B drücken und das macht einen Schaden. Aber es trifft beide, das ist sehr praktisch. So, dann können wir auch mal eine... Obwohl, gegen die Gegner bringt es nichts, das zu zeigen, da die... Ja, ich dachte, gegen so gut, machen wir mir ja Platschbrüder. Das war nicht so geplant und ich krieg sie nicht down, weil... Ne, ja, toll, ich hüpfe auch nie. Super. Ja, komm, jetzt aber richtig hier. So, machen wir sofort auf 1. So, einer weg. Allerdings kann er natürlich seinen Kumpel wiederbeleben, weil er es einfach kann. Oder... Ich hab gedrückt! Nein! Luigi! Warum tust du dies? Okay, bis jetzt normal springen ausreichen hier. Flap, tschüss. Yes! Oh, war das ein Kampf? Oh, ich heile mich mal eben. Ich hab genug... Wow, hab ich viele Pilze. Wow, das sind viele Pilze. Moment, wie ist das mit einem... ja, Brüderpunkte heile ich auch mal ein bisschen, weil... So. Einfach weil ich es kann. Diesem Gegner geht es auf den Weg, weil ich keinen Bock habe auf dich. Oh, noch einer. Hi. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte meinen Bruder erstmal den Hintern verkohlen. Das mag ich ja so gerne. Ich bin geplättet, dieser der ungewöhnliche Spar. So. Und wir müssen mal wieder. Unter Wasser. Nein. Ich will nicht. Let's go. Ah, Hilfe. Fische. Hi. Na, wie geht's? Von mir kenne ich dich nicht schon. Ja, aber den hier kennt mir noch nicht. Den Penpolyp. Ja, geiler Name. Ich benutze mal Flammenbruder auf dich. Ganz viel A smashen. Und dann im richtigen Moment B drücken. Bam. 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 Ja. Und wenn man ihn angreift, dann wird er wach und wirft ein Kissen auf uns, das wir abwehren können. So, und die Chip-Chips kennen wir ja schon. Papp, wenn wir sie attackieren, dann werden sie zu einem Pufffisch, die, naja, einfach nur ein bisschen, naja, nicht von Sprüngen angegriffen werden können. So, kann ich den Donnerbrüder? Ich versuch's mal. Ja, die Pufffisch kann ich treffen, also die aufgeblasenen Fische. Gut gemacht. Schlaf. Wow! Pff, toll, wie ich es auch perfekt erwischt habe. Hat er mich gerade angefurzt? So, Verteidigung unten. Bam. Das bedeutet nämlich, wenn man sie nicht angreift, während sie einen Pufffisch. Ich nenne es einfach Pufffisch. Weil mir ist das Puff und so. Ich muss auch mal die Maler an. Und der hat auch. Ach nee, Moment, nee, stopp. Der Donnerbrüder kann dem Gegner die Verteidigung runtersenken. Das ist sehr praktisch an der Attacke. Und er verliert KP, weil ich habe keine Ahnung, ich kann den Gegner. Ich verstehe den Gegner irgendwie nie. So. Ja, toll. Und ich bin vergiftet worden. Geil. So, dann bringen wir jetzt schnell hinter uns. Zack, tschüss. Und wow, viele Erfahrungspunkte. So. Und wieder mal eine kleine Heilung. Ach komm, die PP lasse ich mal. Wow, viele Gegner. Lachlagune News. Von einem Stromsprung am Meeresboden steigen Vulkanaktivitäten erhitzte Ströme aus dem Boden auf. Breitet man die Hände aus, lässt sich. Oh ja, wir müssen einfach den Wirbeldingens machen.
So. So, kann ich von da nach da? Nein, doch nicht. Wie sieht der Wirbel sogar verfärbt? Nein, ich wollte Start drücken. Wow! Er ist zu schnell. Wir werden niemals. Oh, wir sind entkommen. Warte. Ach so. Was war das gerade? Ich konnte irgendwie nicht durch. What the fuck? Egal, wir gehen wieder an Land. So. Wir sind jetzt hier. Wir hätten da noch unten einen Geheimraum suchen können im unter Wasser, aber. Nö, kein Bock. So. Ich verfehle die Brüder wieder. Das ist mal wieder Luigi-Zeit. Und wir machen sie jetzt. Oh Gott. Schnell. Ja, wie Mario aussieht. Ich bin geschockt. So. So. Und rüber. Ja, gut. So, ein bisschen näher ran. Und so, jetzt aber. Perfekt. Hammer, Luigi. Ah, Gegner. Das wollte ich nicht mal. Das ist eine Bohne. Muss haben. Verdammt. Sind aber Gegner da. Da. Nein, umgekehrt. Ja, hat. Nein. What? Der hat gewusst, wo ich hingehe. Ich renne weg. Wegrennen ist für Noobs, aber egal. Was? Wieso kriege ich die Bohne nicht? Hallo? Danke. Oh Gott. Oh, neue Gegner. Naja, altbekannte Gegner, die sich verändert haben. Hi. Komm her. Oh, gleich zwei neue Gegner. Wir hatten hier einmal den Sandgoomba, den kennen wir bereits aus der Wüste, und wir hatten den Boomerang Bruder. Der war, glaube ich, ziemlich scheiße, deswegen kümmere ich mich zuerst mal um den da. Habt ihr Brüder. So, ich versuch's mal. Nein! Oh! Wie auf Luigi's hinten rumsitzt. Ach, süß. Schön. Toll. Ich hasse den Sandsturm. Ich weiß nicht, wer angreift. So, okay, der Boomerang-Bruder scheint ziemlich langsam zu sein. Okay. Nutzen wir das nicht aus, ne? So, kommt Verteidigung runter. Oh oh. Weppa! Autsch. Ja, scheiß Boomerang. Ja, ich hasse es. Verteidigung. Oh, von allen den Verteidigungen runter. Ist das geil, oder ist das geil? Tschüss. So, jetzt kommen wieder die Sandgoombas. So. Ich dachte, ich muss springen. Erwischt. Super. So. Wir sollten jetzt eigentlich mit normalen Attacken relativ einfach down zu kriegen zu sein. Ja. Der will noch einen Schlag einstecken. So, Hammer raus und. Ja. Zu früh, gehämmert. So. Und tschüssi. Ich sieh mal auf Luigi gehen. Oh Mann, der arme Luigi. So. So. Pilz. Reicht. Nein. Ja, das. So. Nach Laguna Rätsel-Time. Wirbelblock. Statt man wirbelt gegen diesen Block, so fliegt er in die Richtung, in die man wirbelt. Er macht nichts aus, wenn er an einem falschen Ort fliegt. Er kehrt nämlich zum Ausgangsort zurück, während ihr nicht hier seid. So ein seltener Block ist das. Und zwar können wir den Block benutzen, um. Erstens einmal. Den hier hin zu wirbeln. Um dann hier hoch zu springen, dann hier hoch. Dann hier rüber zu wirbeln. Um dann die Bohne hier zu einsacken. So. So. Dann muss man, glaube ich, hier. Wenn man das gemacht hat. So, das hier wegwirbeln. Dann sollte er eigentlich wieder zurückkommen, oder? Muss ich den Screen verlassen? Gut, verlassen wir den Screen. Kommt wieder neu rein. Immer so umständlich hier. So. Zack, zack. Hopp. So, wir haben schon extrem viele Gegner, neue Gegner in diesem Part gesehen. Wir sind erst bei 10 Minuten, so einen Block will ich eigentlich gar nicht betätigen, da ich da keine Lust zu habe. So, wir müssen hier den Weg ebnen und haben nun zwei Möglichkeiten,
vorwärts zu schreiten. So, wir machen hier ein kleines Labyrinth. Dann zack, 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 okay. Oder war das schon falsch? Das war schon falsch. Ich bin doof. Ich habe mich überlisten lassen. So, der muss hier rüber, dann der muss da rüber, dann so rüber, dann zack, wooms, Halleluja. Ich weiß nicht, warum ich die Flügel da wechsle, weil das bringt eigentlich nichts, aber egal. So, und hier ist wieder mal Luigi-Zeit für den geschockten Bruder. So, damit öffnet sich als erstes mal blablab, der Weg auch zum Speicheralbum. Schön. Dann, kommen wir hoch? Nö. Ist womöglich nur Deko. Hoffe ich mal. Ich hoffe es wirklich. Naja, wird schon sein. Ach, die Musik ist so schön tropisch. Ach, schön. Aber hier gibt's keine neuen Gegner mehr, oder? Ah, Sandkumba. Oh Gott, Sandkumba ist auf Doom. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Karte. Auch nee, ich muss wieder unter Wasser. Oder nee, halt, stopp. Hier gibt's wieder zwei Wege zur Auswahl. Ich nehme erstmal den unteren Weg. Das war, glaube ich, der schwierige Weg. Ah, das war der Weg. Okay. Ich mache schon mal die Hand bereit. Weil ich weiß, dass man hier rennen muss. Man muss jetzt diese Kugel, also die wegstoßen. Schnell, so. Gut. Öffnet sich der Weg zur nächsten Insel. Sind die Gegner oder Bär? Bären? Ich hab so viel Pokémon gezockt. Bohnen. Oh, neue Gegner. Verdammt. Ja, wir hätten hier Haie. Diese Haie sind besonders. Ja, die können sich erstmal so rumswitchen. Und es sind entweder solche Haie oder es sind diese Cheep Cheeps. Ja, man braucht hier extrem gute Reaktionszeit, weil... Oh, Alter, wie viel zieht denn das Gift ab? Ich muss mich sofort heilen. So. Nomse. Hm. So. Dann macht Luigi mal seinen... Wie viel kostet das eigentlich, wenn ich... Oh, nur noch 4, okay. So, machen wir auf den. Ja, Fragezeichen. Bam, so. Ja, jetzt werden sie wütend. Ja, wenn man so einen Hai angreift, dann... wird der Rage und greift euch an. So. Da sieht man schon wieder der nächste Hai. Eppa. Und tschüss. So. Okay, das war kein Hai. Warum springe ich überhaupt? Okay, dann ist das ein Hai. Eppa. Tschüss. Man muss hier eigentlich relativ gut aufpassen im Kampf, sonst hat man hier ziemlich Probleme. Dann wäre das jetzt ein Hai da unten, dann würde er mich jetzt angreifen wollen. Aber tut er ja nicht, weil er ein kleines Fischlein ist. Wow, wow, oh, wow. Oh, Bohne. Mann, ich verwechsel immer die Brüder, oh Mann. So, noch eine Bohne. Ich speichere mal, komm, why not? So, Entspannungsraum und nun sind wir im... oder in der Lachlagune, südlicher Strand. Werde ich was trinken, oh ja. Schieben. Schon 7 Stunden gezockt, wow, ich bin schwerst beeindruckt, wie lange das Spiel eigentlich ist. Ich glaube, das waren so 20 Stunden, ne, 15, keine Ahnung. So. Da ist ein Block. Okay, 20 Sekunden Zeit. Ja, man denkt jetzt so, 20 Sekunden, ja, kein Ding. Doch, ist ein Ding, denn da geht's noch weiter. Nein. So. Und es geht nochmal weiter. Ja. So, komm. Na, komm. Gut. So. Das wär's dann, glaube ich, auch schon mit diesem Rätsel gewesen. Ist ein schönes Rätsel, ich finde. Hat was an sich. So, wieder auf die normalen Jumps switchen. Ist auch besser, gegen wen Gegner kommen. Und hier ist... ja. Nein. Ah, ich verwechsel immer die Brüder. Warum? So. Geschockt und zurück ans Festland. So, und... dam, dam, dam.
Allerdings war es das noch nicht ganz. Nee, leider nicht. Denn... Ah, Sandkompass. So, jetzt müssen wir diesen Weg hier gehen. Erstmal hier die Bohnen anvisieren. Ja. Da hat sich gerade an der Wand festgebockt. Cool. Wow. Und wir müssen wieder mal unter Wasser. Yay. Und... Nee, nee. Ja, toll. Ich dachte, das würden sie nicht so... verletzen. Mario. Mario. Mario! Oh, die Kissies. Die Küssfische. Okay, ich muss da lang. Oh Gott, viel zu viele Gegner. Oh, okay. Nein. Ja. Zup. So. Nein. Blüpp. So. Ich muss hier lang. Nein, ich hämmer. So, schnell durchschwimmen, bevor... Ah, Hilfe, sie wollen mich knutschen. Knutschen. Knutschen vor allem. Knutschen, verdammt. So, raus hier. Das müssen sie extra exakt synchron machen, sonst würden sie abrutschen. Fällt mir gerade so auf. Die müssen sich echt gut abgesprochen haben, die Brüder. So, hier ist das Böse, hier könnte man runterfallen, ne? Mach ich jetzt auch mal. Nö, natürlich nicht. Das wäre verdammt fatal. Dann müsste ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Und das gibt mir nur mehr Arbeit und das will ich nicht. So. Wir hätten jetzt den Weg geebnet. Und bei dem nächsten Part dann hoffentlich zur Sternbohne kommen. Ich werde jetzt nochmal schnell den Weg dahin finden. Oh, bei meinem Glück hätte ich jetzt gedacht, ich würde jetzt auf einen... falscher Weg. Falscher Weg. Auf einen Sandkumba springen. Aber bin ich zum Glück nicht. Oh Gott! Wie viele Viecher... Also, ich glaube, ich werde offscreen diese Viecher noch plätten. Ich meine, vom Level her bin ich jetzt nicht so stark. Und Heilung habe ich sowieso genug. Von daher... Ja. Okay. Würde ich sagen, Leute. Das war's dann für Mario und Luigi Superstar Saga von heute. Ich weiß, es war vielleicht eine... Jo. Was ist eine kurze Mission? Nee, ich glaube, ich habe kaum was geschnitten, oder? Jo. Würde ich sagen, das war's wirklich von Mario und Luigi Superstar Saga. Ich werde jetzt noch offscreen die Gegner plätten. Oh yeah! Und dann werden wir hier uns zurücksehen. Hier wiedersehen. Irgendwann werde ich Level 425 sein, mal schauen. Und eventuell werde ich auch zeigen, falls ich ein Item bekommen habe. Was denn? Aber ich glaube, ich bekomme keine seltenen Items. Deswegen bis zum nächsten Mal bei Mario und Luigi Superstar Saga. Cheerio!